Ja, so lang, 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 lang ist's her. Willkommen zurück bei Let's Play Toehoomon. Und dann gucken wir gleich mal, wo uns der werte Deathborn rausgeschickt hat. Was zum Teufel? Missika! Okay, machen wir das mal so. Missika war. Was waren das? Dilbebe, genau. Oh Gott, das will mir kurz der Topf weh. Mir tut der Kopf weh. So halbwegs. hat er immer noch dieses komische. Ach, was soll's. Gib mich nochmal einen Sieger. Du cooler Trainer, du. Oh ja. Du bist so ein cooler Trainer, dass du im Endeffekt sogar ständig irgendwelche Pokémon einsetzt, die gegen meine absolut unnütz sind. Weil Suika ist absolut lahm und hat einen echt beschissenen Typ. Jumu! Wo haben wir es denn? Oh, hi! Na, meine Süße? Es ist Zeit mal wieder. Die gute Yogi! Yogi! Löw! Jumu hätte ich auch gerne gehabt. Bin ich ganz ehrlich, ich hätte, hätte ich das früher gewusst und hätte Yumu nicht so ein absolut beschissenes Moveset, hätte ich mir eine Yumu geholt. Ja! Eine Yucca-Palme für Flander. Ist es jetzt eigentlich schon ein Ex-Flander oder ist es immer noch ein normales Flander? Oh, es ist immer noch ein normales Flander. Irgendwie geht mir gerade mein. Ja, irgendwie läuft es gerade darauf hinaus, dass mein Magen sagt: Oh mein Gott, du hast Hunger, du hast den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ignoriere das, was du dir für Hörbewerke geholt hast. Naja. Noch eine Jumus-Geisterpflanze. Quatsch. Ach doch, noch eine Jumu. Ja. Was willst du machen? Geiststahl. Da ist es klar, dass ich auf Flander bleibe. So halbwegs, ohne Probleme, mit Problemen, ohne Probleme. Ich weiß es nicht, ist es mir auch egal. Cool Trainer Yuri. Wo sind wir denn überhaupt? Yay! Cool! Da freue ich mich. Da freue ich mich wirklich. Okay, dieses Mistviech kann man natürlich rausnehmen. Hallo Nidorie. Nidorie. I'm working myself into a rage. Gerade. Rate. Rate. Okay. Meiling! Chibi Meiling ist im Endeffekt noch gut. Also, ich möchte erwähnen, dass ich dieses Spiel schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt habe, seit ich das letzte Mal, um ehrlich gesagt zu sein, seit dem Tag, an dem ich momentan. Naja, als ich das letzte Mal hochgeladen habe. Aber Chibi Meiling und Meiling dürften eigentlich vom Typ her eigentlich kein großes Problem sein. Und ich bin so kaputt vom ganzen Reden, dass ich. Vom ganzen Reden heute, dass ich absolut nicht mehr reden kann, will, möchte, soll. Ich muss ja noch ein Support-Ticket schreiben. Wo ich gerade von Support rede. Wenn ihr ein Problem habt mit dem. Mit beispielsweise League of Legends, dann schreibt bitte nicht den League of Legends Support an. Oder ihr könnt es auch so machen, aber verlangt explizit, dass ein gewisser Punkt und Punkt. Natürlich bin ich nicht so, natürlich heilige ich den Datenschutz. Ave Maria, Ave da, o heiliger Datenschutz, gepriesen sei der Name, Amen. Naja, sorgt einfach dafür, dass ihr einen gewissen Supporter nicht bekommt. Ich habe nämlich gerade das echt dicke Problem, dass ich ein Problem habe und dieser Supporter der Meinung ist, er müsse mein Ticket schließen. Einfach so, ohne irgendwie, dass ich sage, jo, ich habe das Problem nicht mehr oder nee, ich habe keine Lust mehr, irgendwie da weiter zu probieren, kannst du schließen oder was weiß ich was. Nein, er schließt es einfach so, weil er Lust drauf hat. Also ich weiß nicht, ob Riot sowas wie XX kennt. Expectation exceeded. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass meine Ex, ja, bei mir ist es zum Beispiel so, Expectation exceeded heißt nichts anderes, Alter,
dass die Erwartung an den Kundensupport irgendwie noch größer, ja, irgendwie noch besser ist. Oder beziehungsweise höher ist. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich doch. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Aber na, was willst du machen? Yuki! Take it down! Autsch, das tat weh. So halbwegs. Na, aber was willst du machen? Break, break! Auf geht's! Und nein, ich werde immer noch nicht Letty. Ich werde immer noch keine Sakuya nehmen, weil ich Sakuya absolut scheiße finde. Weil Sakuya absolut scheiße ist. Da gibt's nicht viel zu sagen. Sakuya ist scheiße. Das ist nicht nur... Ja, ich sag mal, das ist jetzt nicht einfach nur so dahingesagt. Sakuya ist scheiße. Warum zum Teufel überlebt das Ding mit vielleicht ein, zwei Leben oder was weiß ich was? Hyper Potion. Normalerweise wäre das eigentlich so eine Situation, wo ich dann einfach nur reinschneiden würde, wenn ich dann ein entsprechendes Pokémon, Dohomon, wie auch immermon, großartig, ja, kaputt machen würde. Nö, da bleiben wir drinne. Yugi! Ich mag Yugi nach wie vor. Psychik! Schalalalala, schalalalala. Nächsten Monat kommt Guild Wars 2 raus. Außerdem kommt nächsten Monat Darksiders 2, was es dann wahrscheinlich hier auf meinem Kanal auch gibt. Wann das allerdings kommt, weiß ich noch nicht. Kann sein, dass es erst 3 Monate nach Veröffentlichung kommt. Wegen Copyright, bla bla bla. Oder ein Tag zuvor oder vielleicht sogar noch am gleichen Tag. Jedenfalls ist Darksiders 2 bei mir geplant. Ich muss allerdings erstmal den Kundensupport, beziehungsweise ich muss erstmal den Support anschreiben. Legal Information, bla 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 und so. Ja, auch ich muss mich ab und an mal ein bisschen irgendwie großartig rum... gerade bei solchen heißen Titeln muss ich mich auch mal ein bisschen schlau machen. Obwohl schlau relativ ist. Naja, wisst ihr Bescheid. Ihr wisst, was ich meine. Ich möchte nicht unbedingt meinen Kanal noch mehr zumüllen mit Copyright Strikes, die ich zum Glück noch nicht gekriegt habe. Möchte ich erwähnen. Die ich zum Glück noch nicht gekriegt habe, aber ich habe halt schon einige Claims gehabt. Von größeren Firmen und was weiß ich was. Aber wie gesagt, genau. Irgendwie merke ich gerade, dass meine Mandeln total... Ich frage mich gerade, wie ich überhaupt noch Luft kriegen kann, so dick wie meine Mandeln gerade sind. Nee. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Naja, vielleicht doch, aber ihr wisst ja, was ich meine. Shinky, Level 47, Blackwind, hä? Was ist das denn? Ne, blöd. Ja. Okay. Oh yeah. Aber was ich hier gerade sehe und was mich sehr gütig und beziehungsweise nicht nur gütig stimmt, sondern auch sehr glücklich stimmt, ich dürfte ja so eigentlich jetzt alles geschafft haben. Deswegen laufe ich jetzt mal fix ins Pokémon Center oder ins Doho Center und ja, mach dann eigentlich auch gleich den Arena-Leiter, weil ich es kann und weil ich es will und weil ich es möchte und weil ich werde. Genau, weil ich es kann und weil ich will und weil ich möchte und weil ich werde. Das hat sogar überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich stehe auch dazu, dass es überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Aber irgendwas muss ich ja sagen, weil... Jetzt bin ich eh gerade dabei, mich wieder ein bisschen warm zu reden. Und werde dann morgen so eine verdammte kaputte Stimme haben, weil... Habt ihr schon mal versucht, in einem sehr höflichen Ton zu reden? Ruhig, gelassen, ohne Probleme. So, dass der Kunde am Telefon natürlich sehr, sehr lieb zu euch ist. Mi. Genau. Das und nichts anderes denke ich mir gerade. Mi. Go, Wandi! Naja.
Giovanni, der größte Trainer von allen, der seines Zeichens sogar noch der Arenaleiter ist. Dark, Chibi, Remilia. Ich frage mich gerade ernsthaft, warum er überhaupt mit einem Chibi an... warum überhaupt mit einem Chibi... Tuhumon anfängt. Vor allem, wenn es eine Remilia ist. Die gar nicht aussieht wie Remilia. Meine ich zumindest. Pfui, pfui. Ja, komm, Hyper Potion. Ja, ach, was denkst du denn? Ratata, 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 ratata. Wieso kann dieses Ding auch Soar? Ich frage nicht, ich will es nur wissen. Wir haben ja gar keine Hyper Potions mehr. Wer hat hier nicht eingekauft? Hä? Hä? Die Frage ist jetzt berechtigt. Wer hat hier nicht eingekauft? War das schon nicht schon 6? 2, 4, 5. Okay, das war noch wirklich nicht 6. Wie kann man nicht einkaufen? Nein, 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 nein. Wie kann man nur in einer Arena gehen und nicht einkaufen? Oh mein Gott, mir tun gerade die Beine weh, aber das liegt eher am Muskelaufbau, weil ich laufe zur Arbeit. Twister, Twister. Und ich rede vor allen Dingen über, mir tun die Beine weh, weil ich Twister spiele. Genau. Mein Ling. Los, Yugi, es ist dein Zug. Yugi, oh. Oh Gott, war der schlecht. Yugi! Oh, oh. Oh. Dynamic Punch! War irgendwie abzusehen, dass ich jetzt irgendwie confused werde. Das war irgendwie abzusehen. Was ist Scheiß? Lecco mio, mein Liebo. War natürlich eine hundertprozentige Chance, obwohl das Ding nur irgendwas an die 30% hat. Aber ich beschwere mich nicht. Stattdessen werde ich jetzt sterben. Hoffe ich doch mal. Chen. Der Ex-Chen. Dann nehmen wir doch mal... Wo haben wir sie denn? Nitori! Gib mir Nippon-Kekse! Oder so! Oh, mein Hals, der will mein... Ja, mein Hals-Nasen-Ohren-Trakt. habt ihr das auch gehabt, dass ihr letzte Woche war das? So ein mieses Wetter hattet und ich bin jetzt mittlerweile... Wie sage ich es immer so schön? Dark Seeker. Das letzte Mal habe ich gesagt, letzte Woche habe ich... Letzte Woche... 54! Wow! Letzte Woche habe ich, muss ich so gestehen, wie es ist, war ich klatschen lassen, weil das Wasser draußen so scheiße ist. Diese Woche bin ich klatschen lassen, weil ich im eigenen Saft erfriere. Beziehungsweise nicht im eigenen Saft erfriere, aber im eigenen Saft schmore. Muss man so sagen, wie das ist. Ich bin momentan am eigenen Saft schmoren. Weil es so verdammt heiß ist. Es ist heiß. Okay, dieses Ding scheint böse zu sein. Da, 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 da. Yugi! Machen wir das mal selbst. Ölsequacke! Ach, du willst wieder wohl verarschen! Mal gucken, ob das ein sauber Two-Hit wird. Wird ein sauber One-Hit, aber okay. Ich beschwere mich nicht. Ex-Seeker. Ich glaube, das lasse ich dann mal den Sascha machen. Bis dann!